Hey People, ich bin's, euer Girl. Ich habe mich mal heute ein bisschen seriöser angezogen, denn es wird Zeit für eine nicht seriöse Folge, aber es wird Zeit für Ex on the Beach, was auf jeden Fall alles Seriöse ausschließt. Ihr wollt wissen, wie es mit Paul weitergeht. Nicht greifbar. Gebt dem Mann ein Shirt. Wer will wissen, wie es mit Paul weitergeht? Aber Ex on the Beach gibt uns einfach keine andere Möglichkeit, als sich das geben zu müssen. Und auch ich bin gespannt. Ne, obwohl ich bin eigentlich gar nicht mehr gespannt. Ich habe ja die Folge natürlich schon gesehen. Denn man muss sehr, sehr viel rausfiltern. Es ist in den meisten Fällen einfach nur viel Blödsinn. Viel Arsch, viel Paul. Ich erwarte in gewisser Weise auch eine Begeisterung. Ja, komm, nichts gegen Paul, der hat bestimmt auch seine netten Momente. Ich habe mich also wieder reingesetzt und habe euch die besten Highlights aus der vierten, ich fasse es nicht, dass wir schon bei Folge 4 sind, ich habe euch die besten Highlights rausgeschnitten, damit ihr nicht komplett verdummt. Aber wenn ihr schon seit der vierten Folge hier dabei seid, ich weiß nicht, was ich da noch retten kann. Auf jeden Fall, falls ihr nicht wisst, wo wir waren, ich gebe euch aber nochmal einen kurzen Rückblick dazu. Gute Nachtküsse notwendig. Was ist das? Valentina mit W. Was ist das? Schon billig, oder? Danke, Regie. Nachdem Paul also ganz, ganz viel rumgeheult hat wie ein kleiner Junge, hat er endlich ein Date mit Jackie, dem alten Hasen, bekommen. Wie lange soll denn das Date jetzt hier funktionieren? Und Jackie war nicht so sehr begeistert und das spricht Paul jetzt an. Bist nicht happy, oder? Kann das sein? Nee, gerade nicht. Krass, was für ein Fuchs Paul einfach ist. Vielleicht habe ich auch einfach zu viele Freundinnen, die auf mich stehen und ich merke es nicht. Ja, Paul, genau so ist das ganz bestimmt. Ich rede mir auch ein, dass ich in eine Hose von mir von 4 Jahren passe. Ist aber leider nicht so. Hey Jackie, ich will dich wirklich kennenlernen und ich meine es ernst, ne? Paul hat einfach keine Ausweichmöglichkeit, das ist das Problem. Ja. Und dann weiß ich nicht, was jetzt passiert, aber um die Stimmung zu lockern, tanzt sie einfach an der Stange. Ganz normale Sache, wenn ich einfach eine angespannte Stimmung spüre, dann hole ich aber meine Stange raus und dann strippe ich erstmal. Mich auch angemacht. Wer hätte das aber auch ahnen können, dass das Paul anmacht? Das war schon eine geile Nummer. Ich meine, Jackie hat ganz klar versucht damit zu sagen, ich habe kein Interesse an dir. Ganz klar. Und dann muss wieder jemand das Haus verlassen. Spoiler, es ist Falk, der Rapper. Wo bist du, mein Sohn? Mach's gut, Falk. Nein, nein. Ja, ist doch auch klar. Der Typ ist langweilig. Be happy, don't worry, be happy. Nachdem Bob Marley dann abgehauen ist, sucht Paul das Gespräch mit Olivia und sagt ihr dann... Pass mit deinen Gefühlen auf. Also ganz, ganz komischer Move. Ich finde, er macht ihr schon ein bisschen was vor. Paul hat richtig Eier, dass der den Strandverkäufer verpetzt. Am Anfang zu mir gesagt, du bist überhaupt nicht sein Typ. Das stimmt irgendwie. Der hatte mal irgendwie gesagt, dass es nicht ihr Typ ist, was auch immer. Gefühle können sich ändern. Trotzdem ist es eine richtig komische Snitch-Aktion, dass nur weil Paul nicht zum Schuss kommt, ihr sowas, was ist denn das? Pass mit deinen Gefühlen auf. Immerhin ist es ja immer noch Ex on the Beach, wo es halt hauptsächlich um Ärsche geht. Hi, Felix, wie geht's dir? Alles gut? Olivia natürlich, Wut im Brand und voller Tatendrang, lässt sich das nicht bieten und spricht ihn gar nicht an. Und dann aber irgendwann spricht sie ihn dann doch an und sagt so, hey. Ich weiß nicht, ob es von deiner Seite halt ehrlich ist so. Dann fragt sie ihn so richtig klischee-mäßig. Warum, was magst du denn an mir? Und Ferhat natürlich... Ferhat, der Harmonierer. Charmeur. Auch in spaßigen Zeiten verstehst du mich. Und du beruhigst mich irgendwie. Wisst ihr, Leute, das klingt für mich wie Ehegelübde. Es sind jetzt wahrscheinlich 2 Tage, die sie sich kennen. Ich bin von Paul extrem enttäuscht. Ferhat hat safe 2 Kinder, mit denen er über die Schulnoten redet. So enttäuscht, dass ich gerade echt so einen Hals habe. Das kommt nicht von irgendwo her. Und dann auf jeden Fall passiert Folgendes. Gigi und Michelle, das Paar 2020, die werden gerufen, weil nämlich neuer Ex kommt. Ja, ich bin gespannt, wer es ist. Auf jeden Fall kommt dann ein neuer Ex auf die Insel. Schon wieder ein kranker Recycling-Move von RTL. Und andere kennt mich vielleicht schon von Temptation Island. Nämlich der Milchbubi. Max. Ja, wir haben uns ja kennengelernt auf Bali. Kann man das wirklich Ex-Beziehung nennen? Was ordnet denn hier Ex on the Beach als Ex-Beziehung an? Ich habe da mal irgendwie was mitbekommen, dass die sich dann 2-mal getroffen haben und dann war es das auch wieder. Aber dass das hier direkt als Beziehung gewertet wird, das ist ja eine ganz komische Sache. Das ist, glaube ich, auf Temptation Island. Gigi, Michelles Mann, hat dazu natürlich auch eine Meinung. Ein Stock im Po. Ich muss sagen, Gigi hat nicht Unrecht. Bleiben wir ernst, Leute, ja? Wir haben jetzt was. Ach so, ihr seid in Kappel. Wir sind Kappel. Ah, wusste ich nicht. Wir haben jetzt was. Ist jetzt dasselbe wie wir sind zusammen, oder? Also, solange da kein Ring am Finger ist, heißt das gar nichts für mich. Manche Paul wird jetzt auch auf ihn stehen, weil er neuer ist. Ich meine, Paul nimmt alles. Was hast du für Absichten mit ihr? Ich bleib bei ihr. Bis zum Schluss, glaube ich. Glaub ich.
Das ist zum Schluss, glaube ich. Das sind natürlich die Dinge, die man von seinem Partner oder wir haben jetzt was Partner hören will. Das ist zum Schluss, glaube ich. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder zurück im Haus, wo Christina anscheinend immer noch nicht ihre Sonnenbrille abgenommen hat. Aber um die soll es ja auch gar nicht gehen, sondern um unseren Lieblingsprotagonist. Was hast du in Thailand gemacht? Urlaub? Paul. Er versucht nämlich mit Jackie eine Beziehung aufzubauen. Er stellt ihr Fragen, bla bla bla. Wie lange? Warst du nur einmal da? Warst du nur in Asien oder warst du auch schon mal in Südamerika? Du warst schon mal in Südamerika. Aber das Ding ist, ich denke mir halt auch, die isst. Wenn ich esse, ich will keine Fragen hören. Nee, ich habe jetzt keine Lust. Ja, nee, ich habe auch keine Lust mehr. Die sagt so, ich habe jetzt keine Lust. Und er so, ja, ich habe jetzt auch keine Lust. Also Valentina schafft es irgendwie immer, mich aufzubauen. Gib Paul ein Shirt. Ich will eine Petition starten, wo Paul ein Shirt bekommt. Das ist doch nicht mehr tragbar. Warum ist der Typ immer nackt? Und dann kommt wieder dieses unfassbar seltsame Ereignis. Paul und Valentina mit W sind wieder vereint. Mich aufregen. Ey. Ich weiß nicht, was das für eine Freundschaft ist, aber meiner Meinung nach, das ist zu viel des Guten. Sie streichelt ihn. Sie sagt ihm, hey. Du weißt ganz genau, ich weiß es auch, dass du ein toller Mann bist. Dein Herz ist dafür zu gut. Und Paul glaubt das. Das ist so gut, mein Herz eigentlich. Bäh. Sie ist total mein Typ. Ich glaube, ich noch mal darauf einlassen, auch wenn es vielleicht blöd ist. Weil ich weiß, dass sie eigentlich so hin und her ist. Dieser Typ ist nicht normal. Das ist nicht normal, das ist eine Krankheit. Kaum gibt dir eine Frau ein bisschen Zuwendung, bist du direkt in die. Ich finde, sie passt einfach nicht zu Paul, weil es ist halt keine Frau mit Klasse. Keine Frau mit Klasse. Wenn man einmal Sex hatte, dann ist es halt so, dass die Männer halt immer noch mehr wollen. Ich lasse es einfach mal so im Raum stehen, okay? Und dann passiert ganz am Ende dieser Folge das, was im Teaser letzte Woche angeteasert wurde. Salvatore und Christina mit der Sonnenbrille haben einen Streit, weil wegen ihrer Sonnenbrille. Geh mich auf den Sack, Alter, mit meiner Sonnenbrille. Währenddessen versucht Ferhat mit Paul. Hi, Ferhat, wie geht's dir? Alles gut? Zu klären, warum er dann zu Olivia gegangen ist und gepetzt hat. Was mit deinen Gefühlen auf? Dass sie nicht sein Typ war, Alter. Ich habe mich nicht als Lügner hier. So kompliziert als jede GZSZ-Sendung. Bist du da vor zwischen meinen Augen? Bist du da vor zwischen meinen Augen? Ich sag jedem, was ich denke, geradeaus, frei raus. Ja, offensichtlich ja nicht. Vor allem, wenn es wollt. Paul macht das auf so eine komische Paul-Art. Und Salvatore und Christina sind immer noch am Fighten. Ja, sobald du die Sonnenbrille wegtust. Und dann rastet Christina aus. Die Sonnenbrille schützt meine Missgeburt, Hurensohn. Was hab ich gemacht? Also, ich habe mir die Folge angeguckt. Und tatsächlich ist das so, dass Salvatore wirklich nichts unfassbar Schlimmes gemacht hat. Er hat sie echt nur auf die Sonnenbrille angesprochen. Und sie hat halt aber so ein Hass gegen ihn, dass sie einfach random aus dem Nichts ausgerastet ist. Was ist das denn jetzt? Und ich glaube, das könnte auch bei ganz, ganz simplen Sachen bei Christina passieren. Ey, Christina, wir haben keine Butter mehr. Missgeburt, Hurensohn. Ey, Christina, ich glaube, du hast was verloren. Ey, Christina, sorry, ich habe einfach dein Brötchen gegessen. Missgeburt, Hurensohn. Vielleicht sehe ich das ja auch falsch. Ich will kein Beef mit Christina. Ganze Wichse. Okay, und dann ist die Folge tatsächlich auch wieder vorbei. Das waren die schönsten Highlights. Wir gucken jetzt nochmal schnell, was nächste Woche passiert. Ich habe darunter so krass gelitten. Du machst es voll süß. Das wird spannend. Das ist einfach eine eklige Persönlichkeit. Cool, ich freue mich. Habt ihr denn Bock auf die nächste Folge? Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare. Was? Max und irgendwer knutschen rum? Morgen ist Event. Wo war eigentlich Gigi-Content? Gigi wurde viel, viel zu wenig gezeigt. Könntet ihr mal bitte die Zeit, die ihr für Paul nutzt, bei Gigi nutzen? Vielen Dank. Also sehen wir uns nächste Woche, Leute. Donnerstag und Sonntag. Ihr wisst immer, 2 Videos die Woche, 18 Uhr. Und wenn ihr nicht genug von mir kriegt, könnt ihr gerne mein Instagram abchecken oder meinen Podcast. Beides ist in der Infobox verlinkt. Schaut gerne vorbei. Ich hoffe, dass einige von euch noch hier dran geblieben sind. Sonst führe ich tatsächlich ein Einzelgespräch. Ist auch ein bisschen wack, ne? Naja, ich muss jetzt auch, ne? Ciao.